Hallo und schön, dass du da bist zur Aprillegung für die Widder. Und zwar lege ich auf Liebe, Partnerschaft, Beziehungen, Begegnungen, die sich bei dir diesen April zeigen möchten. Ich starte gleich mit einem Krafttier-Orakel, mit einer Karte. So, du kannst diesen Kanal übrigens sehr unterstützen mit einem kostenlosen Abo, einem Kommentar und einem Like, damit ich auch in Zukunft kostenfreie Videos wie diese zur Verfügung stellen kann. So, was zeigt sich hier? Die Ameise, Zeit, um zusammenzuarbeiten. Ja, es geht anscheinend hier etwas aufzubauen, um Gemeinschaft, um Zusammenhalt auch, zusammenhelfen bei etwas, denn gemeinsam schafft man ja grundsätzlich mehr. Sehr, sehr spannende Energie, wie ich finde, da es doch in den letzten Jahren sehr stark auf sich selbst bezogen war, ja, sehr stark auf Einzelkämpfer, würde ich jetzt mal sagen. Und hier geht es jetzt wieder um Gemeinschaft im April. Legen wir das mal hier hin. Jetzt schaue ich mit dem Licht- und Schattentarot. Verzeiht mir bitte meine Stimme, ich bin etwas erkältet. So, was haben wir hier für die Widder, für den April? Wer oder was möchte sich hier zeigen? Vielleicht geht es ja auch um Treffen, ja. Gemeinsamkeiten natürlich auch. Gemeinsam, ein gemeinsames Ziel zu haben, gemeinsam an etwas zu arbeiten. Vielleicht lernst du auch jemanden in der Arbeit kennen. Kann ja auch durchaus sein. Deine Energie ist definitiv prächtig, ja, passt auch für den Frühlingsbeginn hier Anfang April. Du strahlst von innen heraus, du bist absolut in deiner Fülle. Ich glaube, du bist ja auch sehr zufrieden mit dir selbst einfach und strahlst das auch aus. Andere Menschen nehmen das auch wahr, dass du hier sehr in der Fülle bist, in der Ausgeglichenheit bist und auch sehr viel zu geben hast, ja, sehr viel Freude hier zu geben hast. Die Königin der Schwerter. Ja, du bist jetzt sehr klar, sehr strukturiert, ja, dass dein Verstand ist sehr klar. Ja, du siehst, dass es insgesamt in Zukunft einfach mehr bringt, wenn du derjenige bist, der hier zuerst gibt, der zuerst zum Beispiel grüßt, der zuerst ein Lächeln schenkt. Ja, bei den Neun der Kelchen geht es immer auch so um die Ausstrahlung, um das innere Strahlen nach außen zu bringen, ja. Du weißt das, glaube ich, ganz genau. Du kannst es auch gut einschätzen. Und ich sehe hier nicht, dass du dich zum Beispiel hier, wie soll ich sagen, ja, ausbeuten lässt, ausnutzen lässt. Ja, genau, ausnutzen. Dass du dich hier ausnutzen lässt. Nein, du machst sozusagen den ersten Schritt, das sehe ich hier, aber du wartest dann, was darauf zurückfolgt, ja. Auf deine erste Handlung sozusagen. Aktion und Reaktion. Vielleicht geht es ja auch konkret um Dating, kennenlernen, ja, oder du siehst jemanden, du arbeitest mit jemandem zusammen, vielleicht weißt du ganz genau, der oder die würde sehr gut zu mir passen. Moment, die Karte ist gerade runter. Ja, oder diejenige würde sehr gut zu mir passen, aber du weißt vielleicht auch nicht ganz, wie du das Ganze angehen sollst. Sehe ich auch gerade. Also vielleicht ist dir irgendwas am Arbeitsplatz. Und ich glaube, du beginnst hier schon kleine Schritte bei jemandem. Ja, ich sehe, dass du zum Beispiel dich ein bisschen öffnest, mal Augenkontakt hältst, mal ein Lächeln schenkst. Ja, so dass der andere, die andere ein bisschen ja, merkt, dass das irgendwie so harmoniert, dass du offen bist auf jeden Fall. Und du gibst aber nicht zu viel. Ja, also du überstürzt hier niemanden und du lässt dich auch hier nicht ausnutzen. Also Schritt für Schritt, so kleine Annäherungsversuche nehme ich hier durchaus wahr. Die zwei der Münzen, ja, das ist genau das Abwägen, ja, wie weit man bei etwas geht.
mache ich das oder das? Es ist so ein Abwägen. Ja, mir kommt doch rein, du hältst dir ein bisschen so die Balance. Du willst hier nichts überstürzen, kommt mir rein, ja? Du wägst immer wieder ab, ja? Vielleicht geht es ja auch bei manchen, jemanden einzuladen, so in diese Richtung. Du wägst hier immer wieder ab, ja, das sehe ich hier. Ja, sehr schön, geht hier langsam. Und es ist auch richtig so, wenn dich jemand wirklich will, also dann nimmt man sich natürlich auch die Zeit, wenn das passt, ja. Ja, ich sehe so, du wägst ja auch gewisse Dinge ab, vielleicht auch von dieser Person. Du schaust hier definitiv sehr genau. Sehr genau. Hier nochmal mit der Gerechtigkeit. Also du hältst dir selbst die Waage. Du schaust, ist es in Balance für mich? Ist das noch okay für mich? Ist das gut für mich? Also du wägst vielleicht ganz genau die Handlungen der anderen Person hier ab und legst sie so in deine Waagschale und schaust, wie du dich damit fühlst. Ja, also so, ich sehe so ein ganz langsames, bedachtes Schritt für Schritt, ja. Schritt für Schritt fühle ich mich so wohl. Ja, die Kraft. Die Kraft. Und ich glaube, zu so einer langsamen, umso langsamer man etwas tut, umso mehr Kraft benötigt man hier. Und die hast du hier definitiv. Und es ist die Kraft der Liebe, ja? Das Beschützende. Du beschützt sozusagen das Unschuldige in dir selbst. Vielleicht beschützt du hier aber auch andere, die vielleicht unschuldig sind. Könnt ihr auch sein. Aber mir kommt so rein, du schaust dir auch sehr auf dich, da du dich ja mehr öffnen möchtest, einer Person hin, ja, du möchtest dich mehr öffnen, mehr dein Inneres nach außen tragen. Und da muss man natürlich auch immer abwägen zwischen der eigenen Sanftheit, die ja jeder in sich trägt, diese Unschuld auch, die jeder in sich trägt, zwischen dem Harten, dem Kraftvollen, dem Schutz, ja. Das Schutzbedürftige auch, ja, dass man hier abwägt, okay, vielleicht gewisse Grenzen mal überschreiten, was man früher vielleicht nie getan hat und hier auch abwägen, fühle ich mich hier noch sicher, fühle ich mich in diesem Rahmen noch sicher, fühle ich mich hier wohl. Mir kommt so starker Selbstschutz rein, aber keine Mauern zu bauen, ohne Mauern zu bauen, sondern vorsichtig einfach Schritt für Schritt weitergehen, um sich hier nicht plötzlich in irgendeiner Situation zu befinden, die man eigentlich gar nicht will. Ja, ich sehe so ein Schritt für Schritt alles so in der Balance halten, in der Waagschale, sich ja auch immer zu fragen, okay, kann ich mit dem leben? Ja, diese Person hat die und die Einstellung zum Beispiel, möchte ich mit, kann ich mit dem leben? Und so weiter. Ja, es ist ja keine Person 100% gleich wie du. Neun der Stäbe zeigen eben diese Abgrenzung an, von der ich gerade gesprochen habe. Ich rutsche das kurz runter. Bei den Neun der Stäben ist man einfach auf Sicherheitsabstand, weil einfach schon vieles passiert ist in der Vergangenheit. Muss man hier einfach sagen. Und genau deshalb, ja, genau aufgrund dieser Neun der Stäbe, gehst du hier, glaube ich, hier auch so vorsichtig jetzt vor, ja. Du möchtest auf keinen Fall etwas überstürzen und etwas übersehen, was dich später dann irrsinnig stören würde, ja? Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Deshalb setzt du hier klare Grenzen. Ich glaube auch mit der Kraft hier in Verbindung sagst du auch dem Gegenüber hier klar deine Grenzen. Ja, sagst du auch ganz klar, ja, bis hierhin und nicht weiter oder das mag ich gar nicht. Ich sehe hier so, wie es hier um klare Grenzen geht und abwägen und ja, so ein richtiges Kennenlernen, wie es eigentlich sein sollte. Deine Bedürfnisse hier auch ganz offen und klar mitzuteilen. Ich sehe hier absolut nicht, gerade mit den Neun der Kelchen hier am Anfang, dass du hier dich hinter Mauern verziehst, ganz und gar nicht, aber du kennst deine Grenzen. Du weißt ganz genau, was du nicht willst. Und dadurch natürlich, was du willst. Und ich sehe, dass du das hier auch mitteilst. Ja, die Königin der Schwerter, die sagt das einfach klar und deutlich, sehr direkt. Und du hast ja auch diese Klarheit.
In welchem Bereich fühlst du dich wohl? Wo kannst du dich wirklich entfalten? Wo kannst du dich auch ausdrücken, wer du wirklich bist? Ja, und da sehe ich einfach, dass du hier klare Grenzen hier mitteilen wirst. Ja, falls du in einer Partnerschaft bist, sehe ich das auch. Ja, dass du hier auch ganz klare Grenzen und aufstellen wirst. Ja, und in dieser Kombination wird man dich hundertprozentig ernst nehmen, ja? Weil ich glaube nämlich stark, wer dich hier nicht ernst nimmt und so drüber steigt über deine Grenzen, da ist der Schluss mit lustig, ja? Denn die Kraft ist die Herrscherin, ja? Jetzt wird man sich hier nicht mehr trauen. Du hast eine sehr kraftvolle Weise, dich hier mitzuteilen im April. Vier der Münzen und du hältst auch daran fest. Ich sehe hier auch, du gehst hier keine Kompromisse oder irgendetwas ein. Ja, das sind deine Werte und daran hältst du fest. Wenn du sagst, du möchtest das haben und diese Person möchte hier Kompromisse schließen, gerade bei deinen wichtigsten Grundbedürfnissen, bei deinen wichtigsten Grenzen, wo du einfach weißt, das brauche ich, da hältst du fest. Also da gehst du keine Kompromisse ein und sagst du einfach, okay, es tut mir leid, aber so können wir hier leider nicht mehr weitermachen. Ja, war nett, dich kennenzulernen, so in diese Richtung. Mhm. Sehr, sehr kraftvoll. So, wo legen wir jetzt die Karte hin? Wir stellen sie hier auf. Ich hoffe, ihr könnt das noch sehen. Gut, ich lege jetzt weiter noch detaillierter mit dem Witches Tarot. Acht der Stäbe. So, ja, es geht bei dir voran. Ganz gleich, ob in Kommunikation, in deiner Ausstrahlung, in deinem Temperament, ja, in deiner Ausdrucksfähigkeit. Du bewegst dich, du bist in Bewegung. Ja, April ist hier definitiv. Oh, alles Gute übrigens zum Geburtstag, falls du im April Geburtstag hast. Oder natürlich auch im März. ja, ich sehe hier so, das ist dein Monat, du bist sozusagen der Mittelpunkt hier, ja. Auch, du ziehst auch Menschen in dein Leben, sehe ich hier. Aufgrund deiner Ausstrahlung natürlich. Viele Menschen, viele Kontakte. Hier mit dem Zusammenarbeiten, ja, sehe ich so, man versucht vielleicht gemeinsam hier die Puzzle zusammenzustecken, ja. Das passt sehr gut zu diesem Thema, das du hier im April vermutlich haben wirst. Hier wirklich schauen, naja, vielleicht können wir das Puzzle so und so drehen, ja, damit es für uns passt, ja. Auch gemeinsam zu schauen, und ich sehe hier, ihr werdet hier, glaube ich, Kompromisse finden. Ich glaube, dein Gegenüber nimmt dich ja auch ernst, ja, wirklich als Ameise wollte ich jetzt schon fast sagen. Nein, als gleichwertigen Partner, als gleichwertige vollwertige Person, ja, jemand nimmt dich hier auch ernst, deine Bedürfnisse auch ernst und jemand schaut auch, wie ihr das vielleicht in den Alltag einbauen könnt, wie ihr das vielleicht in die Beziehung einbauen könnt, ja, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Zehn der Münzen, ja, du bist hier ganz, ganz klar, was du willst, also da geht hier nichts mehr drunter, da geht nichts mehr drunter, du weißt hier ganz genau, was du willst, ja, Zehn der Münzen ist immer so, Haus, Familie, Kinder, Tiere, Hund, was auch immer. Ja, kann auch natürlich beruflich stehen. Auf jeden Fall bist du hier sehr, sehr klar bei dem, was du in deinem Leben möchtest. Mhm. Auch was du erreichen möchtest. Und ja, deshalb bist du hier auch so kraftvoll, so stark und lässt hier auch nicht nach. Gibst hier auch nicht nach. So, zwei sind gefallen bei den zwei der Münzen. Wir haben hier den Mond und die Königin der Kelche. Du wägst hier sehr stark mit deinem Herzen, mit deinen Gefühlen ab. Ja, fühlt sich das gut an. Einerseits bist du im Verstand sehr klar. Und ich sehe hier, wie hier Verstand und Herz bei dir sehr, sehr gut zusammenspielen werden. Also ein Abwägen zwischen Kopf und Herz sehe ich hier sehr schön. Also du beziehst wirklich hier alles mit ein. Mhm. Auf die Gerechtigkeit.
ist, finde ich, eine sehr persönliche Legung. Ja, es zeigt mir sehr klar deine Schritte hier an, wie du vorgehen wirst, was auch sehr, sehr klug ist. Gerade wenn du weißt hier, was dein Ziel ist. Ja. So, König der Stäbe. Das ist jetzt hier zum ersten Mal die andere Person, die ich schon die ganze Zeit hier wahrnehme. Könnte durchaus auch ein Feuerzeichen sein. Ja, Löwe, Schütze, Widder könnte das durchaus auch sein. Könnte hier aber auch ein Unternehmer sein oder jemand, der sehr viel unterwegs ist. Jemand, der sehr aktiv ist, ja, sagen wir es so, jemand, der sehr aktiv ist, könnte das auch sein. Vielleicht auch jemand, der sehr vorschnell ist, voreilig, der gerne mal etwas schnell haben möchte. Und vielleicht bist eben genau du die Person, die hier ein bisschen auf die Bremse drückt, ja. Da du genau weißt, es würde hier sehr, sehr schnell zu etwas führen. Und ich sehe hier, du hältst hier so die Balance. Du sagst hier, ja, ich mag dich zum Beispiel, aber langsam, langsam. Zuerst müssen wir hier sozusagen ein paar Dinge klären. Und wenn das alles passt, ja, so dass ich mich wohlfühle, dann können wir schnell, schnell machen. Genau. So. Der Narr und der Eremit. Ja, spannende Kombination. Eigentlich das komplette Gegenteil. Vielleicht ist auch dein Gegenüber hier so ein bisschen ein Luftikus, der hier schnell was ausprobieren möchte, der hier ganz in seiner Leichtigkeit gerade unterwegs ist und du schaust aber tiefer. Der Eremit, der schaut voll in die Tiefe, also der überstürzt gar nichts, der denkt drüber nach, ja. Und ich glaube, du hältst hier sehr gut die Balance, ja. Du kannst ja auch ein bisschen so spielen mit dem Narren, ja. Nicht böse gemeint, sondern so ein spielerisches hin und her ist auch ein sehr guter Gegensatz, muss ich hier auch sagen, ja. Wenn einer schneller, der andere möchte mehr in die Tiefe gehen, das kann ein sehr schönes Spiel hier werden, ja. Ein sehr spielerisches Kennenlernen nehme ich hier wahr, so. So ein bisschen das Tempo rausnehmen. Es läuft einem ja nichts weg. Es läuft einem auch ja nichts weg. Und du bist im April in der Position, dass du ja auch die Stärke hast, hier etwas zu bisschen zu bremsen, vorher die ganzen Dinge klären und regeln. Und du weißt ja ganz genau, wenn das passt, dann wird's super, ja? Dann kannst du ja auch wieder in deine Leichtigkeit, ja? Nein, es ist auch gar nicht anstrengend für dich. Ich sehe nur, du setzt hier einfach klare Grenzen. Ja, in welchem Bereich das auch immer ist, du setzt einfach ganz klar deine Grenzen, deine Werte, deine Bedürfnisse, die setzt du voraus und fertig, ja. Da gibt es halt dann hier ein Zusammenspiel, ein Zusammenarbeiten. So, auf deine 9 der Stäbe sehe ich hier die 5 der Stäbe. Wie ich vorhin sagte, du hast vermutlich in der Vergangenheit hier viel durcheinander erlebt. Vielleicht ist hier auch um Chaos gegangen, vielleicht grundsätzlich um Unordnung, vielleicht aber auch um Konkurrenz, ja, wie auch immer, was hier deine Erfahrung war, du weißt es und genau vor diesen Dingen oder dass sich andere Personen einmischen, sehe ich ja auch, genau vor diesen Dingen, du wirst wissen, worum es hier gegangen ist in der Vergangenheit, das möchtest du nicht mehr, ja, vor dem setzt du ganz klar deine Grenze. So, hier noch die 4 der Münzen. Hoppala, der Herrscher und die 10 der Schwerter. Also grundsätzlich haben wir ja, wo ist sie? Hier die Herrscherin mit der Kraft und hier der Herrscher. Mit den 10 der Schwertern sehe ich, dass ein Herrscher, ja, glaube ich auch am Ende ist einer Phase. Ja, eine Phase hier jetzt beendet. Vielleicht hast du auch
jemandem bei der Entwicklung gerade deshalb geholfen. Hättest du dir das oder wirst, wenn du das Ganze hier nicht runterbrichst, ja, auf die Verlangsamung, das Ganze hier nicht ein bisschen langsamer angehst, dann wird dir ganz schnell was passieren, ja, dann werdet ihr ganz schnell vielleicht zusammenkommen, ganz schnell hier miteinander intim werden, wie auch immer, es wird hier sehr schnell etwas kommen, ja. Und gerade weil du das runterbrichst, hat hier der Herr Zeit, auch zu reflektieren. Kann natürlich auch umgekehrt sein, aber ich sehe hier eben gerade den Herrn, ja, der natürlich, der Herrscher kann nur zum Herrscher werden, wenn ihn eine Dame eigentlich so ein bisschen runterbricht, ja nicht runterbricht, sondern ein bisschen Verlangsamung reinbringt in die Sache. Und das sehe ich. Ich sehe hier jemand, der sich hier weiterentwickelt, ja, der hier auch endlich seinen Hafen finden möchte. Sehr schön. So, meine Lieben, es gibt ab jetzt die Weiterführung und zwar im VIP-Mitgliederbereich. Da lege ich hier noch ganz detailliert, wer ist das, wie sind die Gedanken, welche Energie ist die andere Person und ziehe dann auch noch eine Herz- bzw. eine Glückskarte für dich. Also wir schauen hier ganz detailliert auf die andere Person und zwar schau gern im VIP-Mitgliederbereich vorbei. Da kannst du dann auf alle Erweiterungen zugreifen. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.